In der Volksplatzserie Lüt aus der Gmond sind wir heute beim Schellenberger Dorforiginal Karl Kaiser zu Besuch. Man sieht hier im Hintergrund schon die Weinreben. Wo befinden wir uns gerade und was ist der Bezug zu diesem Ort? Wir sind jetzt am Eschner Berg, oberhalb von Eschen, Richtung Mura auf Gürtingen, und sind im Wieberg vom Noldehof von Eschen. Und welchen Bezug haben Sie zu dem Ort hier? Ja, speziell zu meinem Freund Noldi Hoop haben einen Bezug. Wir sind miteinander im gleichen Stammtisch. Er ist ein sehr guter Winzer. Die ganze Familie ist Winzer. Und ich bin ein Winzerfreund. Ich bin der Bacchus gewesen, bin der Unterländer Winzer. Haben wir mit ihm so mit der ganzen Familie können befreunden und bin sehr gern da. Sie haben gerade gesagt, Sie waren der erste Bacchus im Unterland. Was ist die Aufgabe eines Bacchus? Also der Bacchus hat sehr interessante Aufgaben. Vor allem ist es eine Aufgabe, Bacchus nicht allzu ernst zu sein, ein bisschen Fröhlichkeit herzubringen, eine Geselligkeit zu sein. Er darf einmal ein Gläschen fast zu viel trinken. Er soll einfach die Leute eher ein bisschen erheitern und ermuntern. Sie haben gerade angesprochen, der Winzer von diesem Weinberg hier ist auch gemeinsam mit ihm am Stammtisch. Was ist denn das für ein Stammtisch und was diskutieren Sie da? Ja, der Stammtisch existiert etwa seit 15 Jahren in der Krone Schellenberg. Er heißt vom Anfang her Unternehmerstammtisch. Wir sind einfach Schellenberger, man dort zusammenkommen, sind teilweise auch andere von anderen Gemeinden. Wir diskutieren über politische Angelegenheiten querbeet. Wir erzählen über Gott und die Welt. Und natürlich geht es so manchmal recht lustig zu einem her. Es geht recht lustig zu. Was ist so das Highlight eigentlich von Ihrem Stammtisch? Ja, was wir haben dürfen erleben, wir haben dürfen zum Erbprinz nach Vaduz aufs Schloss kommen und mit ihm zusammen eine Stammtischrunde machen. Wir haben dürfen zu unserem Erzbischof kommen und mit ihm zusammen einen Stammtisch machen. Das hat uns schon sehr stolz gemacht. Unsere Betgespräche sind hochinteressant gewesen. Was ist für Sie das Highlight der Gemeinde Schellenberg? Was gefällt Ihnen am besten? Das Highlight der Gemeinde Schellenberg, wir haben mehrere Highlights. Vor allem ist es die Zusammengehörigkeit. Eigentlich noch, wir gehören zusammen, wir sind ein Dorf, wir haben noch ähnliche Ziele, wir haben fast gleiche Ziele, sei es von welcher Partei auch immer. Ich glaube, es funktioniert in Schellenberg noch recht gut und der Gedanke zum Zusammensein ist noch sehr stark ausgeprägt.